Auch auf Sylt wurden am vergangenen Samstag beim internationalen Coastal Clean-Up Day zahlreiche Strände aufgeräumt und von Müll befreit. Unter anderem in List, Rantum und Hörnum. Die Sylter Naturschutzorganisationen, Initiativen und Vereine organisieren Jahr für Jahr die Strandreinigungen an abgelegenen Stellen. Die meisten Inselstrände werden von den Tourismus-Services bewirtschaftet. Allein am Strand von Westerland wurden in 2021 etwa 430.000 Tonnen Müll eingesammelt. Da wird deutlich, wie weit die Verschmutzung der Meere fortgeschritten ist. Der Coastal Clean-Up Day, der auf der ganzen Welt stattfand, ist also kein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern ein kraftvolles Zeichen der Menschen gegen Umweltverschmutzung.